Ich lese von der Verbraucherzentrale NRW und ZDF MISO, nebenberuflich selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing. Und ich bin angekommen auf Seite 59 im Kapitel Haftungs- und Ausfallrisiken. Darauf müssen Sie achten. Es gibt folgende Unterkapitel: die Berufs- und Betriebshaftpflicht, der Umgang mit Reklamationen, wie Sie Ihre Ausfallrisiken reduzieren, finanzielle und rechtliche Risiken rund ums Internet. AGB Mythos und Wahrheit. Und dann ist das Kapitel auf Seite 77 beendet. Und los geht's. Haftungs- und Ausfallrisiken. Darauf müssen Sie achten. Wenn der Selbstständige mit der Selbstständigkeit sind finanzielle Risiken verbunden, die Sie nicht unterschätzen sollten. Wenn Rechnungen nicht bezahlt werden oder teure Abmahnungen wegen eines Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht ins Haus flattern, muss so mancher Selbstständige bitteres Lehrgeld zahlen. Oft helfen bereits recht einfache Maßnahmen, rechtliche oder finanzielle Fallen wirkungsvoll zu umgehen. Die Berufs- und Betriebshaftpflicht. Wer einen Schaden verursacht, muss dafür gerade stehen. Das ist die alltagstaugliche Beschreibung für den etwas sperrigen Begriff der Haftpflicht. In der Praxis hat sich schon des Öfteren gezeigt, dass ein Missgeschick im schlimmsten Fall ruinöse Haftungsansprüche nach sich ziehen kann. Wenn durch einen versehentlich verursachten Unfall Menschen schwer verletzt werden und die Haftung in einer lebenslangen Invaliditätsrente besteht, können durchaus sechsstellige Summen erreicht werden. Die Haftpflichtversicherung schützt Sie vor solchen Ansprüchen. Sie prüft zunächst, ob der Anspruch überhaupt berechtigt ist und wenn dies der Fall ist, übernimmt sie die geforderten Zahlungen. Im privaten Bereich braucht jeder Haushalt daher eine Privathaftpflichtversicherung und bei Fahrzeugen ist die Kfz-Haftpflichtversicherung ohnehin obligatorisch. Sind Sie selbstständig tätig, springt Ihre private Haftpflichtversicherung jedoch nicht ein, wenn der Haftungsanspruch im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit entstanden ist. Das gilt auch dann, wenn Sie Ihre selbstständige Tätigkeit nur im Nebenerwerb ausüben. So, hier gibt es ein Zitat: Haft Pflichtversicherung unverzichtbar. Von einem Fachanwalt für Versicherung und Sozialrecht. Bei Personenschäden, er weist darauf hin, dass bei Personenschäden die Haftpflichtansprüche zu hohen Summen addiert werden können. Zunächst kann die Krankenversicherung des Geschädigten die Behandlungskosten vom Verursacher einfordern. Je nach Schwere der Verletzung können darüber hinaus Schmerzensgeldansprüche oder bei dauerhafter Beeinträchtigung der Mobilität Forderungen für Hilfsmittel oder Pflegeleistungen entstehen. Wer kleine Haftpflichtpolice besitzt, riskiert in solchen Fällen den finanziellen Ruin.
Deshalb sollten Sie unbedingt eine Berufs- oder Betriebshaftpflichtversicherung abschließen. Wie teuer eine solche Versicherung für Sie wird, hängt von mehreren Faktoren ab, nämlich von Ihrem ausgeübten Beruf, der Größe Ihres Unternehmens, der Vertragslaufzeit, den Deckungssummen. Zum Beruf. Die Versicherungen kalkulieren ihre Tarife nach dem Berufsrisiko und das kann je nach Berufsgruppe sehr unterschiedlich ausfallen. So stellen beispielsweise Freelancer aus der Werbebranche ein eher niedriges Risiko dar, weil die dort üblichen Streitigkeiten wie das Nichtgefallen eines Designs oder strittige Formulierungen im Text zwar ärgerlich sind, aber keine Haftungsfragen aufwerfen. Anders hingegen ist die Situation bei der selbstständigen Bauingenieuren, wo Planungsfehler schon einmal Regressforderungen nach sich ziehen können. Zur Größe des Unternehmens. Zur Größe des Unternehmens ist in diesem Zusammenhang eher Erfreuliches zu melden. Als Selbstständiger ohne Angestellte werden Sie in aller Regel in die günstigste Tarifstufe innerhalb der Berufsgruppe eingeordnet. Zur Vertragslaufzeit. Üblicherweise laufen Haftpflichtversicherungsverträge ein Jahr und Sie können den Vertrag mit einer Frist von 3 Monaten kündigen. Gern werden aber auch 5-Jahresverträge angeboten, bei denen Sie deutlich weniger Prämie zahlen. Dafür binden Sie sich jedoch für 5 Jahre an denselben Versicherer. Zu den Deckungssummen. Hier sollten Sie lieber auf Nummer sicher gehen und nicht mit der Einschränkung Ihres Versicherungsschutzes ein paar Euro Jahresprämie sparen. Wenn nämlich die Deckungssumme auf 500.000 Euro begrenzt ist und der Schaden 57.000 Euro beträgt, müssen Sie die fehlende 250.000 aus eigener Tasche zahlen. Unterschieden wird zumeist nach Sachschäden und Personenschäden. Jeweils 3 Millionen bis 5 Millionen Euro sollten auf jeden Fall abgedeckt sein. Ein Sonderfall innerhalb der Haftpflichtversicherung ist die Vermögensschadenhaftpflicht. Diese kommt immer dann zum Tragen, wenn keine Person verletzt und keine Gegenstände beschädigt wurden, sondern der Geschädigte wegen ihres Fehlers einen Teil seines Vermögens verloren hat. Alle Berufsgruppen mit beratender Funktion, zum Beispiel Anwälte, Finanzvermittler oder Unternehmensberater, sollten diesen Schutz in ihrer Police einbeziehen. Bei der Haftpflicht sparen ein Tipp. Manche Versicherer bieten kostengünstige Kombinationen aus Privat- und Berufshaftpflichtversicherung an, oft für bestimmte Berufsverbände noch mit einem Gruppenrabatt bei Abschluss über den Versicherungsmakler des Verbands. Wenn Sie in einem Berufsverband organisiert sind, sollten Sie nach Möglichkeit auch dort ein Versicherungsangebot einholen. So. So viel zum Unterkapitel die Berufs- und Betriebshaftpflicht. Jetzt kommt Umgang mit Reklamationen. Das Kapitel lautet Haftungs- und Ausfallrisiken. Darauf müssten Sie achten. So, ich trinke vorher noch einen Schluck Tee.
Der Umgang mit Reklamationen. Jeder macht einmal einen Fehler und wenn das im Geschäftsleben passiert, ist meist eine Reklamation des Kunden die Folge. Dann ist es gut zu wissen, ob die Mängelrüge berechtigt ist und auf welche Weise sich das Problem aus der Welt schaffen lässt. Mängel und Konsequenzen. Mängel und Konsequenzen. Wenn eine Reklamation berechtigt sein soll, muss ein konkreter Mangel vorliegen. Typische Mängel liegen beispielsweise vor, wenn ein grüner Seidenschal bestellt und ein rotes Exemplar geliefert wurde, ein Produkt eine in der Werbung angepriesene Eigenschaft, zum Beispiel Spülmaschinenfestigkeit bei Geschirr, in der Praxis nicht aufweist, ein Produkt in beschädigtem Zustand geliefert wurde, ein Produkt bei normalem Gebrauch schon nach kurzer Zeit kaputt geht. Auch bei Dienstleistungen können Mängel reklamiert werden, wenn die Arbeit nicht fachgerecht durchgeführt wurde oder bei der Arbeit Eigentum des Kunden beschädigt worden ist. Nun kommt also der Kunde, der bei Ihnen eingekauft hat und will sein Geld zurück. Ganz so schnell geht das jedoch nicht. Denn als Verkäufer haben Sie das Recht, auch bei berechtigten Reklamationen zunächst einmal Alternativen anzubieten. So können Sie den Kunden eine Reparatur vorschlagen, sofern dies für Sie wirtschaftlich sinnvoll ist. Alternativ dazu muss der Kunde auch eine Ersatzlieferung akzeptieren und bekommt dann ein gleichartiges Austauschprodukt. Nur wenn Sie als Verkäufer beides nicht bieten können oder wollen, kann der Kunde darauf bestehen, entweder eine nachträgliche Minderung des Kaufpreises zu erhalten oder den Vertrag rückgängig zu machen. Tipp. Einigungsmöglichkeiten nutzen. Auf freiwilliger Basis kann man sich mit genügend gutem Willen auf beiden Seiten auch gleich auf die Geld-Zurück-Variante oder eine Kaufpreisminderung einigen. Vor allem bei reinen Schönheitsfehlern ist es für beide Seiten oft sinnvoll, die Angelegenheiten mit einem nachträglichen Rabatt zu bereinigen. Wichtig, es gibt hier einen grünen Kasten, Gewährleistung und Garantie unterscheiden. Und dann geht es weiter mit Fristen für gewerbliche Kunden, für private und gewerbliche Kunden. Und danach kommt die Mängelhaftung von Händler und Hersteller. So. Produkthaftung, Lieferverzug. Und dann ist das Unterkapitel fertig.
Gewährleistung und Garantie unterscheiden. Der Begriff Gewährleistung und Garantie, die Begriffe Gewährleistung und Garantie werden gerne in einen Topf geworfen, bedeuten aber nicht dasselbe. Die oben beschriebenen Fristen beziehen sich auf die gesetzlich geregelte Gewährleistung, die nicht zum Nachteil des Käufers verändert werden darf. Über die Gewährleistung hinaus können Händler oder Hersteller freiwillige Garantieleistungen anbieten, die wiederum mit unterschiedlichen Bedingungen verknüpft werden können. Typische Beispiele sind Garantien von Autoherstellern nach folgendem Muster. Die Garantie endet beim Erreichen des Kilometerstandes von 100.000 Kilometern, spätestens jedoch nach 5 Jahren. So. Fristen für private und gewerbliche Kunden. Wer einen Mängel reklamiert, muss dies innerhalb bestimmter Fristen tun. Dabei gibt es Unterschiede, je nachdem, ob der Käufer als privater Verbraucher oder als Unternehmen auftritt. Wichtig zu wissen, wenn ein Selbstständiger einkauft, ist er so lange Privatverbraucher, wie er die Ware oder Dienstleistung für seinen persönlichen Bedarf und nicht für betriebliche Zwecke einsetzt. Privatverbraucher können sich in der Regel darauf verlassen, dass sie beim Kauf neuer Waren eine zweijährige Gewährleistungsfrist in Anspruch nehmen können. Allerdings muss im Reklamationsfall der Käufer nachweisen, dass der Schaden aufgrund eines bereits beim Kauf bestehenden Mangels, etwa wegen eines Materialfehlers und nicht durch unsachgemäße Benutzung aufgetreten ist. Eine Umkehr der Beweislast gibt es beim Mängelrügen innerhalb der ersten 6 Monate. Bis zu diesem Zeitpunkt muss der Verkäufer den Beweis der unsachgemäßen Benutzung führen, wenn er die Ansprüche abwehren will. Davon abweichende Bedingungen zulasten des Käufers dürfen nur vereinbart werden, wenn es sich beim Käufer um ein Unternehmen handelt. Beim Kauf gebrauchter Güter gilt eine Gewährleistungsfrist von 1 Jahr, die nur dann ausgeschlossen werden kann, wenn das Geschäft zwischen 2 Privatverbrauchern oder zwischen 2 Unternehmen abgeschlossen wurde. Dies kann jedoch nicht im Rahmen der standardisierten allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB gestehen, sondern muss als individuelle Vereinbarung in den Vertrag aufgenommen werden. Okay, habe ich verstanden. Jetzt, ich habe noch 10 Minuten auf der Uhr. Das schaffe ich auch noch. Einen Schluck Tee. Mängelhaftung von Händler und Hersteller. Wenn Sie Hersteller des Produkts sind, das Sie an den Endkunden verkaufen, ist die Sachlage denkbar einfach. Bei Mängeln reklamiert der Kunde direkt bei Ihnen und Sie müssen den Fehler dann ausbügeln. Etwas komplizierter ist es, wenn Sie als Händler auftreten und Produkte verkaufen, die ein anderes Unternehmen hergestellt hat. Zunächst einmal sind Sie derjenige, der dem Kunden das fehlerhafte Produkt verkauft hat und damit kann er sich mit seiner Reklamation an Sie wenden. Sie können nicht von dem Kunden verlangen, dass er direkt beim Hersteller reklamiert. Sie bleiben jedoch in aller Regel nicht auf dem Schaden sitzen, weil der Hersteller Ihnen als Händler gegenüber für Mängel haftet. Damit muss der Händler das fehlerhafte Produkt reparieren oder für eine kostenlose Ersatzlieferung sorgen.
Voraussetzung dafür ist, dass es sich um einen versteckten Mangel handelt, den Sie bei der Lieferung der Ware nicht erkennen konnten. Tipp: Gelieferte Ware genau kontrollieren. Um das Risiko zu minimieren, dass Sie als Händler auf Reklamationsansprüchen sitzen bleiben, sollten Sie bei jeder Lieferung die Ware sorgfältig kontrollieren und fehlerhafte Produkte umgehend an den Hersteller zurückschicken. Sollten Sie bei jeder Lieferung die Ware sorgfältig kontrollieren und fehlerhafte Produkte umgehend an den Hersteller zurückschicken. So, es geht weiter mit der Produkthaftung. Dem Lieferverzug, wie Sie Ausfallrisiken reduzieren. Und dann geht es noch um das finanzielle und rechtliche Risiko im Internet. Da geht es insbesondere um Abmahnungen, Zahlungsrisiken im Onlinehandel, AGB, Mythos und Wahrheit, und dann ist das Kapitel zu Ende. Ich habe aber auch nur noch 7 Minuten auf der Uhr. Deshalb mache ich nach einer kurzen Pause mit Produkthaftung weiter. Tschüss.